Es sieht so niedlich und friedlich aus. Tatsächlich ist dieses Rehkitz aber in einer bedrohlichen Lage. Diese Wiese wird gleich gemäht. Überall wird jetzt gemäht. Und Rehmütter lassen ihre Babys im hohen Gras zurück, um sie vor Feinden zu verstecken. Mit diesem Feind rechnen sie aber nicht. Und deshalb droht vielen Kitzen der Tod. Er will das verhindern. Matthias Laux, ehrenamtlicher Rehbabyretter. Und technisch perfekt ausgerüstet. Im hohen Gras sind die Kitze kaum zu erkennen. Matthias Laux sucht deshalb mit Drohne und Wärmebildkamera. Damit kann er sehen, wo ein Kitz liegt. Ja, das ist schon ein Glücksgefühl, das muss man schon sagen, wenn wir da ein kleines wieder rausgefunden haben, wo wir wissen, es wäre hundertprozentig ein paar Stunden später nicht mehr am Leben. Die Kitze sind gut getarnt und ausgerechnet das wird für sie zur Falle. Droht Gefahr, pressen sie sich auf den Boden und bewegen sich nicht. Der Drückinstinkt. Deshalb laufen sie auch nicht weg, wenn die Mähmaschine kommt. Einsatz für Matthias Laux. Seine Drohne ist schon unterwegs. Blick auf den Bildschirm. Sieht nach Reh aus. Ich habe jetzt was gefunden. Und das ist ganz eindeutig, weil im Gegensatz zu einem Fleck auf der Erde dreht das seinen Kopf. Die Drohne ist jetzt genau über Mutter und Kind. Die anderen ehrenamtlichen Helfer sind dahin schon unterwegs. Sie müssen genau hinschauen und aufpassen, dass sie nicht auf das Rehbaby treten. Sabine Laux, die Frau von Matthias Laux, hat das Kitz entdeckt. Langsam annähern. Und plötzlich rennt es weg. Aber war es wirklich das Kitz? Wir sind jetzt auch ein bisschen unsicher, ob das Tier, was eben rausgelaufen ist, ob das das Kitz war, weil es war definitiv schon ein bisschen größer. Hat den Drückinstinkt nicht mehr gehabt, sodass es liegen geblieben ist. Hat auch schon nicht mehr so viele klassische helle Flecken auf dem Rücken gehabt. Aber für ein Muttertier oder für ein ganz altes oder schon erwachsenes Tier war es definitiv auch zu klein. Also es war wahrscheinlich halt durchaus mit seiner Mutter hier, aber schon ein Tier, was in der Lage ist, halt auch zu flüchten dann mit der Mutter. Auch Förster Jürgen Womser ist heute beim Einsatz dabei. Wenn man hier aus guckt, ist so eine kleine Kuhle, wo etwas gelegen hat. Da sind sie unten an dem Gras, ne? So gebogen ist. Das ist so richtig ein bisschen ausgekoppelt. Ja. Ne? Da hat das also etwas Kleines gelegen. Nicht immer sind die Retter erfolgreich, trotz neuester Technik. 100% bekommen wir das leider auch noch nicht hin. Also wir arbeiten immer, wie gesagt, wir haben immer die Akkulaufzeit und die Sonne im Genick, die uns da doch schon, die uns doch das Zeitfenster einschränken. Aber wir können eigentlich mit 90%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass wir alle gefunden haben, die drin sind. Die Helfer haben in diesem Jahr schon 8 Rehkitze gerettet. Familie Laux hat es gefilmt. Die Helfer dürfen das Kitz nicht mit bloßen Händen anfassen, damit es keinen Geruch annimmt. Deshalb auch die vielen Blätter. Die Mutter könnte es sonst ablehnen. Das Kitz kommt ins Nachbarfeld. Das wird nicht gemäht. Dort wird es seine Mutter rufen und die wird es finden. Matthias Laux und die anderen werden in den nächsten Tagen noch oft unterwegs sein. Noch bis Ende Juni werden Rehkitze geboren.